Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon. Oh, fängt ja gut an, Leute. Entschuldigung. Oh, wenn der sich nicht wieder zulässt, dass ich mich unterhalten darf mit euch, dann muss ich halt andere Konsequenzen ziehen. So. Na, Kiste wieder hoch. Eloi, 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 aufstehen! Tut mir leid, Leute, das war jetzt ein bisschen, hat mich das durcheinander gebracht. So, nochmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon. Wir sind jetzt da, das Herz dann auch machen. Da können wir kurz davor. Hoffe ich natürlich, dass wir es auch schaffen werden. Ja, ich habe hier gerade gestartet und auf einmal kam gleich dieses dicke Tier auf mich drauf. Nora haben sich hier zur Wehr gesetzt. Sie haben alles getan, um das Becken zu beschützen. Aber die Tore haben nicht gehalten. Das hier ist Hades Zukunft. Metall und Asche. Jo, mag Metall und Asche sein, aber ich bin da, ich kämpfe für euch. Meine Familie ist das. Oh, lecker, mir. Was da? Haha. Leg dich neben Papa an, ich sag's dir. Oh, wo ist der andere Mohikaner, der gerade abgehauen ist? Na? Ich wurde entdeckt. Schön, ich auch. Haha. Alles entdeckt. Die sind halt so laut, die Viecher. Aha, so. Schön viel Lila an das Zeug einsacken. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ich glaube, wir gehen langsam auch Richtung Endspurt hier von dem Spiel, was ich sehr schade finde irgendwie aber auch. Ich habe noch lange nicht alles entdeckt. Ich wollte eigentlich auch hierher nur kommen, weil ich gerne die Energiezellen mir holen wollte, um die Ultima... Das Becken. Es ist verwüstet. Das hier war jahrelang meine ganze Welt. Sie wurde innerhalb von Stunden zerstört. Ja, nur, hey Leute, wir kümmern uns schon darum jetzt. Entschuldigung, Leute, ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja, ich wollte eigentlich so eine Energiezelle mir holen. Noch nie war es hier im Becken. Der hätte fast gesessen. Nee, der hat gesessen. Zeig dich. So. Hier bin ich, komm her. Noch einer, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Oh, jetzt aber. Oh ja. Geht ja mal ja nicht, ne? Ist noch einer auf mich? Nee, ne? Muss ins Becken. Muss meiner Familie helfen. Wenn sie mich gehasst haben, ich bin für sie da. Mitten ins Spiel. Jawohl. Wer schießt da? Ich. So Akku hier, ja? Hier darf nur einer sein. Das heißt, bin ich. Was war das? Komm zu Papa. Ah, Mist.
Aber ein geiler Fight bist du auch, Leute. Geiler Fight. Die haben alle nur Getränke dabei. Ist ja langweilig. Da hat sie sich gefreut. Oh, schön, schön. Okay, wir müssen noch weiter, noch weiter. Guck mal, noch 300. Ihr seid jetzt voll dabei bei dem ganzen Weg da hoch, weil wir uns da durchkämpfen müssen und ich euch das nicht vorenthalten möchte. Oh, ich weiß, wo ich bin. Och, Menno. Ich höre da was. Aber ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Bevor ich irgendwo in einem Loch stecken bleibe und nicht mehr rauskomme, ne? Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Aber reicht's. Wie viel schießen denn hier auf mich? Komm da raus. Ich schieße irgendwie ganz komisch, wenn es so langsam ist. Ich mag den Pfeil viel lieber. Das schießt viel genauer. Einer gibt's noch, einer ist noch. So. Spinnt doch hier, mich anzuschießen, ja mal ehrlich. Seid ihr nicht zu Hause, könnt ihr einfach hier rumballern, wie ihr wollt. Seid bei mir im Dorf. Aber ihr seht auch, dass ich sehr wenig Schaden bekomme. Was natürlich auch sehr vorteilhaft ist für mich. Ich höre irgendwas Großes da oben. Können wir jetzt auch irren, dass was Großes ist, aber ich glaube, es ist was Großes. Wieder so ein Todbringer oder so. Ja, ich. Eine schlecht gelaunte Aloy. Haha, mit dem Papa an der Seite. Schön ausweichen im roten Scheiß. Macht Schaden. Ich hab das Gefühl, dass es was Großes irgendwie. Mehr Eclipse. Oh, tatsächlich ein gestorbener Donnerkiefer. Die Überlebenden müssten sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Genau, lass den Berg einsetzen. Hallo, ich kämpfe gerade gegen den. Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Für Aloy! Für die Armutter! Für Papa Nova! War und Sona, sie leben! Die Göttin!
Sau. Zurück in die verdammte Erde. Das sind sie. Natürlich nicht, jetzt pass auf. Ja, und jetzt gibt's den Rest. Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Bleib stehen, aber kommt. Unser Papa. Wir haben es geschafft! Taylor hat es geschafft! Wir haben nur geholfen! Ich dachte, wir würden sterben. Let's go, Party! Warum dachtet ihr, ihr sterbt? Ihr habt doch Papa und Taylor hier, hallo? Wir haben das mal voll chillig weggemacht hier, ja? Jetzt liegt hier eine Waffe, ist klar. So, wo ist es denn? Da ist er. Aloy, deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berghängen vernichtet wird. Ja, pff, wärst du nicht zurückgekehrt? Der Stamm wäre verloren gewesen. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Okay, wer sind die Überlebenden? Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern. Und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Na, dann weiß mal, was wir tun. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Ja, so, das war wieder eine coole Folge mit einem fetten, geilen Fight am Schluss. So, wenn ihr mehr sehen wollt beim nächsten Mal, dann kommt einfach wieder rein, wenn es soweit ist. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald.